Hi meine Lieben, für all diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin Jenny. Ich habe heute eine richtig tolle Verlosung und ich beantworte eure Fragen kurz, knapp und präzise. Auf geht's! Ich kann es kaum erwarten. Ihr werdet Shape Babe gewinnen. Ihr werdet eine Abnehmkur machen können. Es wird Spaß bringen, weil 2018 ist hier. Ihr wollt eine schöne Figur haben. Ihr guckt euch diese Videos natürlich an, weil ihr motiviert sein wollt, weil ihr einen Anschub bekommen wollt, die 10 Kilo abzunehmen, die 20 Kilo abzunehmen, vielleicht sogar die 30 Kilo abzunehmen. Und warum geht ihr es nicht einfach an? Ich habe jetzt gerade 3 Uhr morgens. Ich war den ganzen Tag unterwegs, Leute. Das ist schwierig zu drehen um 3 Uhr morgens. Aber ich sage immer, der Erfolg ist da, wo es weh tut. Und ich sage nicht, dass Abnehmen wehtun muss. Aber ich sage nur, es ist vielleicht am Anfang nicht so komfortabel und ihr müsst euch aus eurer Komfortzone herausbegeben. Aber dann seid ihr froh, weil ihr eure Ziele erreicht habt. Und das ist das, woran wir ansetzen wollen. Ich kann es kaum erwarten, all eure Fragen vorzulesen. Nach den Fragen kommt das Gewinnspiel, darum müsst ihr dranbleiben. Es ist super simpel, ihr müsst nicht großartig was machen, sondern es ist alles, wie gesagt, ganz einfach und ganz simpel. Das heißt, es macht Sinn, mir dort auch weiterhin Fragen zu stellen oder unter diesem Video werde ich auch mal nach Fragen gucken, die ich beantworten kann. Aber bislang habt ihr richtig fleißig geschrieben und wart super nett zu mir und das ist natürlich sehr von Vorteil, wenn ihr nett seid, weil ich meine, es ist doch schön, wenn wir ohne Hate durchs Leben kommen und ja, alle irgendwie positiv an die Sache rangehen können. Das ist eine sehr gute Frage. Darf man denn in der Abnehmphase Früchte etc. in den Shake tun? Ich dachte, dass man wirklich nur den Shake ohne alles zu sich nehmen muss. Und was ich noch gerne wissen würde, darf man während der Abnehmen und Balancephase Kaffee und Tee trinken? Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, Kaffee und Tee sollten kein Problem sein. Vor allen Dingen, wenn beides ungesüßt ist, sollte dies kein Problem sein. Abnehmphasen sind natürlich Phase 1, 2 und 3. Aber die erste Phase ist super wichtig. Und ich werde noch ein Video machen, irgendwann im März, wo ich genau darauf eingehe, wahrscheinlich Mitte März, wie wichtig diese Abnehmphase ist und was diese Abnehmphase bewirkt. Ich werde auf alle 3 Phasen nochmal explizit eingehen, bis ins kleinste Detail. Und du hast mich wirklich dazu gebracht, dies zu tun, weil das ist voll gut, sich damit nochmal auseinanderzusetzen. Selbst für mich und meinen persönlichen Shape-World-Gebrauch hilft es, mir das alles nochmal vor Augen zu führen. Und das wird euch natürlich auch dabei helfen. Wichtig ist, dass ihr euch genau daran haltet und genau strikt das so nur 3 Tage lang durchzieht. Danach kommt Phase 2 und Phase 3. Darauf werde ich aber noch bis ins kleinste Detail eingehen. Ich würde nichts anderes tun, wenn ihr das mit den Phasen oder auf dem Wege der 3 Phasen durchziehen wollt. Celia Yildiz schreibt, hey, ich würde gerne wissen, wie viel du in der ersten Woche abgenommen hast. In der ersten Woche habe ich es schon geschafft, 5 Kilo abzunehmen, manchmal auch 6 Kilo und einen Tacken mehr. Ich sage so, wenn du Sport treibst, dann ist es so, dass du natürlich nicht an Kilos abnimmst. Du musst dich messen, du musst ein Maßband nehmen und dich messen, weil du schwerer wirst durch den Muskelaufbau. Es gab eine Zeit, da habe ich so ein bisschen, naja, auf den Muskelaufbau verzichtet und wollte einfach ganz schnell ganz viel Gewicht verlieren. Ich habe mich wirklich ganz strikt an den ersten Plan gehalten und dann auch an den zweiten Plan, aber super, super strikt durchgezogen. Mit einem ganz, 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 ganz kleinen bisschen Cardio, ganz bisschen Bewegung und da hatte ich es auch geschafft, sehr, sehr viel innerhalb von einer Woche abzunehmen. Lasst euch Zeit, lasst euch alle Zeit der Welt. Man muss nicht innerhalb von einer Woche so viele Kilos abnehmen. Es ist auch vollkommen okay und auch viel, viel, viel besser, wenn ihr in der Woche 1 bis 2 Kilo abnehmt. Das reicht voll und ganz aus, ist super realistisch und dann habt ihr auch nicht so viele Probleme, euch auch an das Abnehmen zu gewöhnen. Lena fragt, übrigens, das war eine super Frage. Hi Jenny, durch dich habe ich mit Shape World angefangen. Cool. Du hast mich total inspiriert. Ich wollte dich fragen, ob du nebenbei auch Sport gemacht hast.
Ja, grundsätzlich mache ich nebenbei auch Sport. Es gab aber auch schon Male, da habe ich nicht so viel Sport gemacht. Kind sagt, liebe Jenny, du redest nicht um den heißen Brei herum, sondern bist immer ehrlich bei dem, was du sagst. Ich überspringe das ein bisschen. Ist es bei dir so, dass du dich nur von dem Shake ernährst? Ich glaube, das könnte ich nicht. Ich glaube, ich würde dann Heißhunger bekommen. Hast du vielleicht einen Tipp für mich? Wäre mega lieb von dir. Okay, also diese Abnehmphase würde ich genauso durchziehen. Phase 1 und Phase 2. Dann würde ich auf eine ausgewogene Ernährung achten. Was ich mache und was wirklich seit Jahren mein bester Tipp ist, ist vegan im Verlauf einer jeden Woche zu essen. So vegan wie möglich, so clean wie möglich. Und dann klappt das auch mit dem Abnehmen. Und Bewegung ist bei mir und bleibt einfach ganz, ganz wichtig für meine Abnehmreise, dass ich zufrieden bin mit meinem Gewicht. Amina schreibt, hallo liebe Jenny, ich folge dir schon seit längerem, finde, dass du eine so tolle Persönlichkeit hast. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich von dir motivieren lassen und den Shake von Shapewear bestellt. Cool. Du hast 1A meinen Geschmack getroffen. Oh, das freut mich. Der ist lecker. Der Vanilleshake lässt sich richtig gut mixen und der ist super. Östem schreibt, hast du dich komplett an die Regeln gehalten oder hast du es noch radikaler gemacht? Zum Beispiel nur Shakes getrunken. Ich rede von den 2 Wochen, in denen du 10 Kilo abgenommen hast. Ganz ehrlich, super radikal. Ich sage, es ist nicht das Gesündeste, aber ich war super radikal. Ich wollte einfach ganz krass Gewicht verlieren. Volle Pulle, volle Elle, radikal, bis zum geht nicht mehr. Und das kann man nicht immer machen. Ich sage ehrlich, wie es ist. Aber es funktioniert und es hat sehr gut funktioniert. Aber bei jedem ist es unterschiedlich. Sollte man eher vorm oder nach dem Sport essen? Ich bin ganz ehrlich, liebe Dilara, ich würde immer nach dem Sport essen. Nämlich in der Stunde nach dem Sport. Vor allen Dingen in der halben Stunde nach dem Sport. Sehr toll. Die Reserven füllen sich dadurch wieder auf und du kannst Kraft schöpfen. Und meistens nimmt man auch nicht wirklich zu, wenn man das so macht. Das ist ein kleiner Trick von mir persönlich. Angelique, habe mal eine Frage und zwar, was ist der Unterschied zwischen den Shakes von Shape World anstatt die, die du von, anstatt die man von denen kauft? Das würde mich mal interessieren. Shape World, anstatt, wahrscheinlich meinst du im Gegensatz zu anderen Shakes, die es auf dem Markt gibt. Shape World schmeckt und das ist schon mal der absolute Hammer und hat in der Reihenfolge einen richtig tollen Ablaufplan. Ist einfach so perfekt konzeptioniert, dass es angenehm ist für jeden, der Shapewear benutzt, leicht und einfach Gewicht zu verlieren, weil es auch so überschaubar ist, weil es logisch ist, die Bestandteile sind gesund, lecker und das ist natürlich für mich an oberster Stelle und darum liebe ich Shapewear. Und vor allen Dingen ist es auch wichtig, ein Produkt zu finden, wovon du nicht müde wirst und wo du nicht einen Abtörner bekommst, sondern gerne dranbleiben möchtest, das weiterhin zu benutzen. Und das ist bei Shapewear sehr, sehr prägnant. Sabrina schreibt, hallo Jenny, ich habe seit 8 Tagen mit Shape World begonnen, aber leider sehe ich keinen Unterschied. Kannst du mir irgendwie helfen? Bitte, ich habe die Detox-Phase 3 Tage gemacht. Guck mal, ich muss ganz ehrlich sagen, jeder Körper reagiert anders. 8 Tage ist schon krass und mich wundert das, dass du kein Ergebnis gesehen hast. Du solltest vielleicht mal zum Arzt gehen und die Schilddrüsen unter Funktion, Überfunktion checken, deine Gesundheit checken, ob es vielleicht daran liegt. Weil wenn du dich nach dem Plan gehalten hast, wundert es mich wirklich persönlich sehr stark, warum es nicht geklappt hat. Und das könnte vielleicht medizinische Gründe haben. Das würde ich einmal überprüfen und dann wirklich genau gucken, ob du auch wirklich alles richtig gemacht hast und dich auch wirklich daran gehalten hast. Die Lara schreibt, hallo, danke für das Rezept. Ich habe mir den Shake von Shape World jetzt auch bestellt, aber nicht dieses gesamte Paket mit den Kapseln. Denkst du, dass es auch ohne die Kapseln sehr gut funktioniert? Hatte einfach kein Geld mehr für die Kapseln. Okay, kann ich verstehen. Probier es mal aus. Vor allen Dingen kombinier es ruhig mit Sport, mit Bewegung und du solltest auch Erfolge erzielen können. Die Kapseln sind halt dafür da, dass du gezielt abnimmst und wirklich abnimmst und deswegen sind die Kapseln da. Aber wenn du sagst, dass du es auch mit dem Shake ausprobieren möchtest, würde ich es probieren und gucken, wie weit du kommst. Ich bin auch manchmal nur mit dem Shake unterwegs und bin dann sehr zufrieden. Snapchat könnt ihr optional folgen, aber wichtig ist auf jeden Fall Instagram zu folgen, diesen Kanal abonniert zu haben und auf Instagram euren Grund mir aufzuschreiben, warum ihr ein Shape-Babe sein wollt. Puh, ich bin ganz aufgeregt. Ich weiß, wie es ist mit Gewinnspielen. Man ist ganz gespannt drauf. Was kann es sein? Was ist es genau? Und bin ich vielleicht diejenige oder derjenige, der gewinnt? Ich sage mal so, jeder von euch hat die Chance zu gewinnen, indem ihr Folgendes tut. Ihr müsst Shape World folgen. Ihr müsst Jenny folgen auf I'm Jenny from the Block auf Instagram. Ich pick mir dann einfach so jemanden raus,
der die Möglichkeit hat, an seiner Figur mithilfe von Shape World etwas zu tun. Shape Babe ist super, schmeckt richtig lecker und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, über den Discount-Code günstig an Shape World ranzukommen. Vergisst bloß nicht, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Ihr müsst diesen Kanal abonnieren, wenn ihr dran teilnehmen wollt. Und ich hoffe, dass ihr gewinnt. Ich drücke euch alle Daumen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Vielleicht kommt demnächst nochmal ein Gewinnspiel. Ich muss es unbedingt ansprechen, weil diese Gewinnspiele sind toll. Denn Shape zu gewinnen ist natürlich was ganz Besonderes. Insofern, du bist schön, wie du bist. Aber da geht noch ein kleines bisschen was. Bis demnächst. Bye, ich liebe dich. Und vergesst nicht, dran teilzunehmen.